Bin die 2 Meter hier hingelaufen. Quest! Hast du gehört, du Jammerlappen? Es wird ernst! Mach dich schlapp! Nur weil du das Training absolviert hast. Sekunde. Zeit ist gestartet. Weiter. Jawohl, Sir. Ab morgen wirst du als richtiger Soldat gegen die Titanen kämpfen. Glaubst du, du bist bereit? Wichtige Charaktere, wenn du mit Charakteren sprichst, die mit einem Ausrufezeichen versehen sind, wirst du gefragt, ob du den nächsten Kampf annehmen möchtest. Wähle die beste Entscheidung, wenn deine Ausrüstung kampfbereit ist und du fortsetzen möchtest. Ja, ich kann leider nicht viel mehr tun. Es tut mir leid. Also ich könnte jetzt die etwas bessere Ausrüstung kaufen, aber... Gut, es ist ziemlich spät für heute. Rechnen wir mal, ja. Alles klar. Titan, riesige Mensch gewesen, die Menschen fressen, die Körpergröße und das Aussehen von Titanen können stark variieren, aber die meisten von ihnen haben Körper, die menschlichen Männerkörpern ähneln. Sie weisen keine Geschlechtsorgane auf und es geht einfach weiter. Kapitel 1, Rückkehr der Verzweiflung. Was? Koni, omae hachiban daro. Mai wa kenpei dan ni hairu tte. エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、長官の食糧庫からお肉取ってきました。そうそう。お前、独房にぶち込まれたいのか。大丈夫ですよ。帰れバカ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。 ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ、作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。 人類の反撃はこれからだ。 So obvious. Ich hab mich jetzt einfach mal sichtbar gemacht, weil ich es gerade lustig fand. Ja, scheiße, ne? Würde ich sagen. Was? So war das aber nicht. Kabe ga koasareta. Mata da. Mata. Kyojin ga. Die stehen auch immer direkt am Tor angeblich, ne? Schlachten. Jetzt geht's mal los. Richtig. Party. Titanen bestehen aus verschiedenen Teilen. Du musst ihren Nacken treffen, bevor du sie bezwingen kannst. Aber jedoch ist sie auch nicht einfach. Daher solltest du zunächst ihre Beine angreifen und sie um sie in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken oder ihre Arme um weitere Angriffe zu verhindern. Körperteile eines Titanen sind einzigartig, denn er kann schrittweise jeden gefügten Schaden heilen. Außerdem kann er zerstörte Körperteile regenerieren. Daher solltest du einen Titan immer schnell angreifen, dem hohen Schaden zufügen und Körperteile durch eine ganze Angriffsserie zerschmettern. Einige Titanen hinterlassen bei ihrem Tod Materialien, aber versuche dich auf diese zu konzentrieren, blablabla. Wenn du Pech hast und ein Titan dich ergreift, musst du schnell irgendwas drücken und versuchen zu fliehen. Wenn dir das nicht rechtzeitig gelingt, wird er dich fressen und das Spiel ist beendet. Wie kann ich nochmal... Zack!
Oh, falscher Knopf. Kein Wunder, dass das nicht klappt. Oh, ich bin so schlecht. Endlich, ich habe die ganze Zeit die richtig falsche Taste gedrückt. Wie kann ich hier nochmal... Ah, so kann ich. Schon wieder die falsche Taste, das gibt's doch nicht. Ich wollte gleich den Nacken treffen. Da lässt er jetzt irgendwas? Hm. Der nächste rein. Kleiner. Oh, wie süß. Oh, der ist aber schnell. Was? Nahtod oder Fokuszeit? Wenn du dir einen Titan, einen Nahtod. Wenn dir ein Titan einen Nahtod beibringt, wird dieser zu verschiedenen Einschränkungen. Zum Beispiel kannst du dich mit mehr nicht mehr so schnell bewegen. Du kannst dich auch nicht. Kannst auch nicht mehr springen. Du kannst diesen Zustand aufwärmen, den du einige Zeit verstreichen lässt oder ein Stärkungsmittel einnimmst. Greift dich ein Titan im Zustand des Nahtods an, wird die Fokuszeit aktiviert, alles um dich herum verläuft jetzt in Zeitlupe ab, versuche also den Angriff des Titan auszuweichen, bevor die Fokuszeit erschöpft ist, aber Vorsicht, die Fokuszeit kann nicht beliebig oft eingesetzt werden. Was? Drücke A. Okay, ich muss die Zeit davor haben. Ja, was denn? Ja, was denn? Oh. Schnell. Ich nehme da mal so ein Stärkungsmittel. Ich denke, das soll ich. Alles klar. Ich wollte gar nicht direkt in den Nacken. Vollständige Unterwerfung. Oh, ein ganz großer. Mehr große Titanen dringen ein. Ja, zwei Stück. Ich dachte, ich muss den dicken. Was hat er denn da in der Hand? Das will ich haben. Teammitglieder. Einige Verbündete sind Teammitglieder, mit denen du zusammenarbeiten kannst und die stets gemäß deinen Befehlen handeln. Diese Befehle lauten Ausschwärmen, Eskortieren und Konzentrieren. Mit kannst du jederzeit zwischen ihnen hin und her schalten. Ausschwärmen ist die Mitglieder automatisch gegen Titanen in der Nähe kämpfen. Eskortieren bewirkt, dass Teammitglieder wichtige verbündete Soldaten vor Titanen beschützen. Okay, konzentrieren führt dazu, dass Teammitglieder dieselben Titanen angreifen, die du gerade bekämpfst. Eine wachsende Anzahl an Teammitgliedern erhöht die gesamte Angriffskraft. Einige Mitglieder überlassen dir Gegenstände, wenn du dich nicht mehr bewegst. Einige setzen Gegenstände gegen Titanen ein. Düst doch mal da rein, Junge! Okay, ich habe keinen Boost mehr, deswegen. Habe ich noch Boost, ja. Schnell mal wechseln. みんなでやればなんとかなるもんだな。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。 Party hart! Ja. Äh.
Bossfight? Oder was? Okay, RB, Kampfmodus. Er geht auf der Runde. Bin nur dabei. Drücke B, um sie zu benutzen. Drücke bla, um das Visier der Kanone. Drücke schon, was abzufeuern. Halte B gedrückt, um die Kanone zu verlassen. Kanonen sind begrenzte Munition. Weil deren Ansatz auf Dosen für bleibende Munition wird jedoch aufgefüllt, sobald die Kanone nicht mehr im Einsatz ist. Also mit der Zeit regeneriert sie sich. Ja, geh doch da runter, Junge. Was ist denn mit dir los? Bam! Oh, das ist schlecht. Wo ist ich? Wo bin ich? Oh, Gott sei Dank. Richtiger Moment. Gerade noch so. Ich dachte, ich muss weggehen, weil der auf mich... Das ist, weil der mich angreift. Wo ist meine Munition? Ah, ich hab unendlich. Ja, so lang. Der lacht. Nix kann er, nix kann er! Ups. Ja, lass mich doch gegen ihn fighten! Oh, beide. Nummer 1. Nummer 2! Easy! Gib mir jetzt die Chance, ihn anzugreifen! Wieder! Das ist schlecht. Oh, immer noch. Wie lange willst du denn noch? Ach, das ist ja egal, den schaffe ich doch locker. So, darf ich jetzt?前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。 Taste. Hat nicht geklappt. S, 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 S. Hab ich gut gemacht. Yes! Geld. Mit Geld. ...1600. Du kannst Medaillen verdienen, indem du dich dem Zugriff der Titanen entziehst, während du präzise angreifst und bedingst. Außerdem erhältst du je nach Typ und Anzahl verdienter Medaillen weitere Gewinnsgelder. Ah! Das hab ich überhaupt die... Uhrzeit angemacht. Ja. Oh, 50 Sekunden. Dann kann man ja hiernach direkt Schluss machen. Für S-Ragen! Minderwertiger. Was? Seltener. Was? Minderwertiges. Seltener. Ach, seltener Erdmetall. Nein, oh, ich bin so behindert manchmal. Aber warum ein minderwertiges seltener Erdmetall? Also, wieder kein. Der kolossale Titan. Mache ich jetzt hier schon Schluss?
Tatsächlich würde ich gerne speichern, weil ich die erste Folge jetzt rendern und rausknallen will direkt. Direkt. Wenn ich erst morgen. Ja. Die Stadt ist verloren. Okay, ich kann hier wieder upgraden. Das machen wir aber nächste Folge. Kann ich irgendwie speichern? Outfit ändern? Nein. Will ich nicht. Ich will speichern. Ich denke, der speichert automatisch und wird, ne? Haben wir hier noch irgendein... Da, guck mal. Wie? Immer mit einem... Mit einem Mädel. Immer mit einem Mädel beenden, würde ich sagen. Typisch Mann. Ja, gut, machen wir nächste Mal. Ich guck mal, ob das alles gespeichert wurde. Wenn nicht, dann war's das mit dem Let's Play. Nochmal spiele ich es dann nicht, obwohl es mir sau Spaß gemacht hat und ich würde es gerne weiterspielen. Ich mach's auch bestimmt, weil es war mir ein bisschen zu wenig Titanengemetzel. Ich will ein bisschen will ich schon noch machen. Deswegen sollte das machbar sein. Aber jetzt wird es ein bisschen warm. Ich muss die Klimaanlage anwerfen und in der Zeit kann ich wenigstens ein bisschen rendern. Und so. Nee, deswegen bin raus. Man sieht sich das nächste Mal und passt auf vor Titanen. Die sind ganz schön groß.